Willkommen zurück zu den nächsten NES-Spielen. Mit der Witz. Tach. Und wir sind Vito. Ja, wir haben ja einen Bildschirmschoner. Genau, und einen Demo-Modus. Ich guck mal angeschmust. Gucken wir uns aber erst später an. So, Final Fantasy. Ja, oh, ein Rollenspiel. Oh, das kann dauern. Jetzt auch nur anzeigen. The world is veiled in darkness. The wind stops, the sea is wild, and the earth begins to rot. The people wait, their only hope, a prophecy. When the world is in darkness, four warriors will come. After a long journey, four young warriors arrive, each holding an orb. So, Kämpfer, Dieb, B.I. Bild, keine Ahnung. B.I. Bild? Roter Mage, Mage. Okay. White Mage. Wir nehmen mal den Krieger. Nein, so. Nicht. Und jetzt latschen wir durch die Gegend. Genau. Das ist Castlevania. Quatsch. Das ist Final Fantasy. Final Fantasy, genau. Hier wird nicht gehüpft. Renn ins Schloss. Raus aus dem Schloss. Das Renn ins Schloss hat gesorgt. Scheinbar lassen sie sich nicht rein. The king was looking for the last warrior. You don't happen to be them, do you? Natürlich bin ich der letzte Krieger. Warum ist das hier eigentlich alles auf Englisch? Ja, weil es nicht auf Deutsch kam. Der Bruder ist auf Englisch, also nicht Japanisch. Ja. Also der Genisch. My Genisch. Light Warrior, just as Lucan's prophecy. Garnet has kidnapped the princess. Please help her. Warum? Warum sollen wir ihr helfen? Let it go. Yes, ja, ja. Wenn ich da an Prinzessin Tiavini denke, naja. Man kann zwar schön mit ihr saufen gehen, aber ansonsten... Oh, meine Schwester. Aha. Aha. Dachte, wir spielen hier einen Typen. Dachte ich bislang auch. Vielleicht auch. Hallo Schwester. Was ist mit dir los? Warum stehst du hier so rum? Bitte rette die Prinzessin. Vor dem bösen Affen, der mit Fässern schmeißt. Ah, falsches Universum. Ja. Garland used to be a good knight until. Until what? Kannst du Sätze sprechen, könnt ihr auch nicht. So. Reports say that Garland holds the princess in a temple of the northwest. Im Nordwesten, aha. Genau. Für Geografieunkundige oben links. Gehen wir doch mal nach Nordwesten. Jo. Ich habe den Verdacht zwar, dass er mit uns ganz schön den Boden aufmoppen wird, aber... Dackel, 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 dackel. Piu, piu. Change to strike first.
Fight. Fight. Mortal Kombat. Kommt es nicht auch dafür zu Astros Astita oder was er schon essen ist? Keine Ahnung. Bei dem Soundtrack glaube ich persönlich eher ein Essen ist. Und das Sega Mega Drive. Ja, und so laufen halt die Kämpfe ab. Jo. Die klassischen JRPG-Kämpfe. Hier erfunden worden. Das macht böse Aua. 5 Damage. 7 Damage. 16 Damage. Terminated. Du sie oder sie dich? Ich sie. Gut, dann geht's ja noch. Ja, und so geht das ja die nächsten paar Stunden, ne? Mist. Aha, auch daneben gehauen. Genau. Mist, Mist. Terminated, yeah. So, terminated. Sehr schön. Monster perished. Experience ab, 7 Punkte und 30 Gold. Sehr schön. So, immer noch oben links war das, ne? Genau. Und der nächste Kampf. Ja, und so geht das hier halt in einer Tour weiter, ne? Für mehrere Stunden. Genau. Vielleicht auch nicht, weil es noch der erste Teil ist. Galaga. Galaga, ich kenne auch Gattaca. Nee, Galaga ist irgendein Oldschool-Spiel. 88. Ich erinnere mich an Pixels. Auch eine Automatenkonvertierung. Stage 1. Ready. Ready Player 1. Genau. Ach, ein... Ja, ein Rail-Shooter. Sicher das Rail-Shooter. Waka, 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 waka. Genau. Fährst du auf vorgefertigten Bahnen irgendwo lang? Nee. Dann ist es auch kein Rail-Shooter. Stage 2. Waka waka waka. Original Pac-Man kriegen wir ja auch noch. Ja.
Challenging Stage. Pew, pew, pew. Number of Hits, 22. Sehr schön. Bonuspunkte, 2200. 100 Punkte pro Treffer. Stage 4. Waka waka. Da schießt man da etwa Pac-Man. Die irgendwelche insektenähnlichen Runs. Achso. So viel dazu. Ja, sag mal. Ich kann sagen, so viel Lack kann man doch ja nicht haben. Alter, locker. Und ja, so einen Titan Slang hatten wir damals. Genau. So viel zum berühmten Galaga. Game over. Game over, Meier. Hit-Miss-Ratio 39,8%. Mhm. Nur 40% haben getroffen. Auch nicht mal. So, das war dieses Spiel. Tolles Spiel. Dolgate. Nächstes. Ghosts and Goblins. Ach du Scheiße. Wir werden wahrscheinlich ziemlich auf den Unterhosen rumrennen. Schauen wir mal. Das berühmte Spiel, man ist ein Ritter und geht in ein Schloss. Und ein böser Drache scheint anzugreifen und entführt unsere Frau. Natürlich. Mit der wir doch gerade am was auch immer waren. Irgendwie war sie nackig. Aha. Wir wollten jedenfalls gerade die Rüstung ablegen. Das ist jetzt nicht so scheppert. Und wie man hier schon sieht, ja, als erstes verliert man seine Würde. Sprich die Rüstung. Und als zweites geht man drauf. Genau. Und so geht das jetzt hier ein paar Stunden lang. Bockenschwer das Ding. Ja. We told you so. Sehr weit gekommen bin ich noch nicht. Nee. Die Kröte. Mhm. Und tot. Auch nicht schlecht. Game over. Jo. Ja, das ist Ghosts and Goblins. Radius. Nie gehört. Von Konami. Ach du Scheiße. Yeah. Jetzt nicht von oben nach unten, sondern von links nach rechts. Ach so. Ein Shooter. Der gute alte Side-Scroller. Und statt Top-Down. Nicht der Worte Soundtrack späterer Teile wie R-Type oder so, aber schon deutlich treibender.
Boah, das ist ein Bock schwer hier. Ja. Wir müssen danach in unserem Alter erstmal einen festen Baltrian-Tee trinken, um wieder runterzukommen. Und diesen Reflexe aufreibenden, nervenzerrüttenden Action spielen. Eisclimber. Ja, das klingt doch toll. Etwas rutschig. Aha, man kann hier Pinguine vermöbeln. Richtig so. Knack, knack. Pinguine brauchen das. Kräftig an sind die Fresse. Wo springt denn der da nicht hoch? Keine Ahnung. Exakt außer Reichweite. Und das ist noch nicht Lara Croft oder Commander Keen, dass ich dann an irgendwelchen Kanten hochziehen kann. Das dauert noch ein paar Jahre. Nein, er springt vorbei. Er steht eigentlich schon fast drauf. Er springt vorbei. Der hat nicht alle diese super smooth Sprungsteuerung wie Mario. Bonus Stage. Na ja, Mann. Was soll's springen, Alter? No Bonus. Doof. Drück auf Springen, er springt nicht. Es gab auch Scheißspiele fürs NES. Nicht alles war so wunderschön smooth wie Super Mario. Hüpft der da runter? Tja. Warum denn? Ich
Warum springt denn der nicht, wenn ich auf A drücke? Ist denn A die Springtaste? Ja, natürlich. Dann ist der Controller entweder scheiße oder das Spiel oder beides. Vermutlich beides. Und Game Over. Na endlich. Beenden wir das Leiden an dieser Sache. Hölle. Und dafür hat man früher Geld ausgegeben. Gar nicht mal so wenig. Nintendo wollte nämlich auch gut was davon haben. Genau. So, mit Kid Icarus machen wir im nächsten Video weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis bald. Abonnieren und Gefällt mir drücken.